Ob bei seinem ersten Stammclub Maishofen im Pinzgau, ob bei Rapid, Innsbruck oder SV Casino Salzburg. Leo Leiner rackerte stets wie eine Arbeitsbiene. Bei den Trainern gilt er als Musterschüler, der immer versucht, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Verteidiger wurde Leiner zufällig. Eigentlich wollte er lieber stürmen. Ja, einen Torinstinkt, den habe ich auf jeden Fall gehabt, aber leider Gottes haben das die Trainer nicht so gesehen und dadurch bin ich eben dann Verteidiger geworden. Oft löste sich Leiner aus seiner Aufgabe in der Defensive und erzielte wertvolle Tore, wie im Trikot von SK Rapid, als er 1985 im Rückspiel gegen Dynamo Moskau den 1:1-Ausgleich erzielte. Auch wenn sich die Statistiker nicht einig sind, laut den offiziellen Aufzeichnungen des ÖFB bestreitet Leo Leiner morgen sein Jubiläumsspiel. Für mich ist es das 500. Spiel in meiner Laufbahn und das ist besonders wichtig für mich und besonders gegen Rapid Wien. Und da möchte ich natürlich als Sieger vom Platz gehen. Ich kann ihm nur gratulieren auf diesem Weg und ich hoffe allerdings, dass er die Tradition fortsetzt, die er heuer in den Spielen gegen Rapid gemacht hat, nämlich dass er meistens schon vorher duschen geht. So wie im Heimspiel am 3. Oktober 1995. Leo Leiner wurde in der 74. Minute ausgeschlossen, Salzburg verlor mit 0:3. Ja, und gratuliert wird nicht nur Leo Leiner, sondern auch dem Gegner für seine großen internationalen Erfolge. Bei Rapid fehlen Hatz und Marasek, beide gesperrt. Erste Möglichkeit für die Salzburger. Jovanovic und Pivarnik spielen für Hatz und Marasek. Die Salzburger können aus dem Vollen schöpfen, da ein Fehler von Herab. Peiersinger und dann Kotzian. Ihm ist zu wenig, was Rapid macht in dieser Anfangsphase. Die Salzburger mit sehr viel Initiative attackieren sehr bald, versuchen den Gegner unter Druck zu setzen und erkämpfen sich immer wieder den Ball. Konsol, Pfeifenberger und Pivarnik im Trio. Marquinho und Prosenik nur auf der Bank. Pika und Marquinho. Pika und Janczula gar nur auf der Tribüne. So, und Rapid in diesen ersten Minuten gewaltig unter Druck. Da hat Schiedsrichter Grabherr schon abgepfiffen. Schön, was denn? Dann Zweikampf, Feiersinger, Stöger. Kaum zu glauben, am Mittwoch haben die beiden noch im Nationalteam zusammengespielt. Janka setzt sich da durch und 1:0 für Rapid in der 16. Minute. Förmlich aus dem Nichts das 1:0 für die Hütteldorfer. Schwerer Abwehrfehler bei den Salzburgern und Carsten Janker nützt ihn zum 1:0. Hieden und der Jubilar, nämlich Leiner, haben da nicht aufgepasst. Kotzian. Stark am Ball. Gegen Hieden. Ja, und bei ihm hat man den Eindruck, zuschauen kann er nicht, ist sein Motto. Herauf, und das ist das 2:0 für Rapid. Wieder fast aus dem Nichts in der 23. Minute. Zweite Chance, zweites Tor, 2:0. Andreas Herauf. Wieder einmal ein Tor per Kopf. Flanke Kübauer. Herauf mit seiner exzellenten Kopfballtechnik zum 2:0. Ja, und jetzt hat man so den Eindruck, die Initiative ist totaler Verwirrung bei den Salzburgern gewichen. Und das drückt sich auch bei Routiniers wie Heimo Pfeifenberger in solchen Aktionen aus. Die Fahnen bei Salzburg auf Halbmast
und die Rapid-Anhänger jubeln. Handspiel von Winkelhofer, war das innerhalb des Strafraums? Schiedsrichter Grabherr sagt nein und er hat recht. Es gibt nur Freistoß für Rapid. Ihm gefällt's gar nicht gut, Ernst Dokopil, auch weil Carsten Janker etwas angeschlagen ist. Wieder einmal Kozian. Sehr dribbelstark, aber beim Schießen da hakt. Hieden. Und Tor! Der Anschlusstreffer für die Salzburger in der 40. Minute. Ein Schuss für Selbstvertrauen und mitten ins Herz von Rapid. Ein tolles Tor von Martin Hieden zum Anschlusstreffer für die Salzburger. 13.000 Zuschauer aus dem Häuschen. Und sie haben sich noch gar nicht richtig beruhigt. Der nächste Angriff der Salzburger. Wieder Kozian. Pfeifenberger plötzlich völlig frei mit einer Drehung und Ausgleich. Nur eine Minute später. 2:2. Heimo Pfeifenberger erzielt das 2:2. Noch einmal Vorarbeit. Kozian. Abwehrfehler bei Rapid und Pfeifenberger nützt ihn zum Ausgleich. Der Kaugummi von Ernst Dokopil muss leiden. Und dann noch dieser Freistoß und die Reaktion von Michael Kost. Jetzt Begeisterung auf der Bank der Salzburger. Unter den Beobachtern auch Paul Breitner sowie Schalkes Trainer Jörg Berger. Und nach der Pause Ilsanker im Tor von Salzburg. Bei Otto Konrad eine Verletzung der Patellasehne. Und er muss schon morgen operiert werden. Hasenhüttl, gut unterstützt von diesem jungen Mann, von Struber, setzt sich dadurch herauf und ein Eigentor von Rapid. In der 48. Minute das 3:2 für Salzburg, herausgespielt von Gerhard Struber, einem 19-Jährigen, der von Puch gekommen ist und der in diesem Spiel eine große Talentprobe ablegt. Hier hat er Glück, dass Herauf den Ball ins eigene Tor ablegt. 3:2 also jetzt für die Salzburger, die schon 0:2 zurückgelegen waren. Und wieder Struber. Einige Verwirrung jetzt in der Rapid. Nach vorne, den angeschlagenen Gegner weiter attackieren. Das zeigt die Geste von Heribert Weber. Feiersinger. Otto Konrad mittlerweile auf der Bank. Bei Heribert Weber. Und der fiebert seinem ersten Heimsieg entgegen. Ivanov und wieder der Frechdachs, Gerhard Struber. Er stellt sich hier jetzt mit einer großartigen Leistung vor. Ein Name, den man sich sicher merken muss. Foul an Hasenhüttl durch Ivanov. Da ist Herbert Weber kaum noch zu halten. Ein großartiges Spiel mit tollen Aktionen. Und hier wieder Struber, gestoppt von Michael Kunz.
Und was flüstert Heribert Weber Hermann Stadler? Jetzt bist du dran. Gerhard Struber darf den Platz verlassen. Nach einer starken Vorstellung, Ivanov. Aber bei Rapid läuft jetzt nichts mehr zusammen. Pfeifenberger. Und wer ist da? Hermann Stadler, gerade auf den Platz gekommen. Und in der 70. Minute das 4:2 für Casino Salzburg. Vorarbeit, Pfeifenberger. Fahren einige daneben und Stadler verwertet die Möglichkeit zum 4:2 für die Salzburger. Die spielen wie in der Meisterzeit. Zusammenstoß zwischen Feiersinger und Heraf. Spiel geht weiter. Auch die Salzburger lassen sich durch den am Boden liegenden Feiersinger nicht irritieren. Rosenig, auch frisch im Spiel. Viele, viele attraktive Szenen auf beiden Seiten. Feiersinger erleidet eine Verletzung am Jochbein. Hier noch einmal dieser Zusammenstoß mit Herz. Die Welle der Begeisterung rollt durch das Lehner Stadion. Und da wird Hütter gestoßen von Jovanovic. Und was entscheidet Schiedsrichter Grabherr? Elfmeter. Hier noch einmal die Aktion. Kozian, elegant gemacht. Ja, ein bisschen wurde Hütter da gestoßen. Pfeifenberger und Konsel. Mit Können und ein bisschen Glück pariert er diesen Elfmeter. Noch einmal. Konsel. Dann die Stange und der Ball springt in die Arme des Torhüters zurück. Wieder Pfeifenberger war das. Und ein Foul von Ivanov. Da hätte es Sekunden später schon den nächsten Elfmeterpfiff geben können. Stadler gegen Konsel. Aktion Boxring in Lehn. Und Ringrichter ist Schiedsrichter Grabherr. Er trennt die Kontrahenten. Die Nerven liegen blank. Und jetzt eine versöhnliche Geste von Ivanov. Und so schlimm war es eigentlich gar nicht, denn Stadler wurde da etwas gestoßen. Er konnte gar nicht so viel dafür. Resignierende Geste bei Ernst Dokopil und Begeisterung bei Salzburg. 4:2 gewinnen die Salzburger. Wir haben eigentlich einen super Start erwischt. Wir haben aus keiner Chance zwei Tore gemacht. Und ansonsten haben wir einen ganz schlechten Tag erwischt. Und ich hoffe, das können wir so schnell wie möglich wegstecken. War da schon ein bisschen Mattigkeit in den Knochen? Ich glaube nicht. Es war einfach... Wir haben sie von hinten bis vorn heute überhaupt nicht auskennt. Das kann vorkommen. Und was sollen wir jetzt tun? Wir haben verloren und es geht weiter. Schauen Sie, ich weiß ganz genau, warum es viele Runden nicht geklappt hat. Denn Pech haben kann man höchstens 2-3 Mal im Fußball. Und wenn man eben öfters ein sogenanntes Pech hat, wie wir in der Vergangenheit gehabt haben, dann liegt es nicht nur am Pech. Ich weiß genau, an was es gelegen hat. Ich habe schon zweite Halbzeit in Ried gesagt, wir sind wieder aggressiv, wir gehen in die Zweikämpfe, so wie ich die Mannschaft kenne und war absolut optimistisch für das heutige Spiel. Wir waren zwar 0:2 hinten, aber waren die spielerisch bessere Mannschaft und Gott sei Dank ist dem Martin Hin dieses schöne Tor gelungen und das hat uns dann noch den nötigen Auftrieb gegeben und dann haben wir gespielt wie in einem Rausch. Ich muss wirklich der Mannschaft gratulieren. Da braucht den Trainer nichts mehr tun. Mal seit dem 28.11.1992
damals Sportclub gegen St. Pölten, gelingt es einem Oberhausclub, einen 2-Tore-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln. Der LASK erzielt erstmals seit 1987 in einem Erstligaspiel wieder einen Treffer gegen den GAK. Und der Austria gelingt beim 2:0 gegen Ried überhaupt der erste Torerfolg gegen die Innviertler. Während Sturm wichtige Punkte im Schlamm liegen lässt und Salzburg den Festspielbeginn vorverlegt, ist der FC Tirol stark im Kommen. Die Innsbrucker haben Platz 1 und 2 in unmittelbarer Sichtweite.